Ja, aber was anderes finde ich ganz schrecklich. Das kommt bei Ihnen nicht so ganz durch oder ich habe es nicht verstanden. Die Russen haben einen Angriffskrieg am 24. Februar vor 2 Jahren begonnen. Und mit Ihnen jetzt zu reden, das fällt Herrn Putin gar nicht ein. Der sagt, ich will mit euch gar nicht reden. Ich will, dass die Ukraine verschwindet. Naja, das sagen Sie so, aber das stimmt ja vielleicht nicht. Ja, aber er hat es doch in seiner Rede gesagt, zu Beginn des Krieges, ja, warum er diesen Krieg macht. Ja, aber es gab Friedensverhandlungen und Bemühungen schon letztes Jahr im April. Die wurden im Grunde von Boris Johnson abgewürgt. Ja, the West is not yet ready for peace. Es gab Versuche des italienischen Außenministers. Macron ist nach Moskau geflogen, sogar nach zu Xi Jinping. Also die Frage, wer hier nicht verhandeln will, ist zumindest mindestens mal eine offene. Schröder hat ja offensichtlich Putin gesprochen, kam auch zurück und sagte, Kreml will verhandeln. Also ich würde sagen, das müssen wir noch mal gucken, wer da nicht verhandeln will.